Hallo YouTube, ich bin Vini und das hier ist der Weg nach Andergast. Jetzt geht es weiter auf der wunderbaren Reise nach Schwinde. Auf der wunderbaren Reise nach Andergast. Jetzt wird gearbeitet. Außerdem, dieser Mikrofonständer ist die Hölle. Es gibt keinen Moment, wo dieser Kack-Mikrofonständer nicht im Weg ist. Es ist fertig und es ist Looper. Und es hört nicht mal auf. Da hatte ich vorher zuerst übrigens Trompeten drin, dann hatte ich da Hörner drin, dann hatte ich da eine Oboe drin und jetzt habe ich die Violinen drin und es will nichts so richtig da reinpassen. Deswegen werde ich jetzt das tun, was alle machen, wenn sie merken, dass irgendwas nicht funktioniert. Ich lasse es in Ruhe und werde es nie wieder anfassen. Ja. Wird sich schon von alleine irgendwie richten. Und wenn nicht, ist mir auch egal. Wenn nicht, ist mir auch richtig egal. Lasset uns kurz innehalten und darüber nachdenken, worüber wir heute dankbar sein sollen. Ich wurde nicht von einem Blitz getroffen. Das ist super. Oh, ein bisschen schunkeln hier. Ich glaube, wir können dich so ein bisschen in der Höhe so ein bisschen deckeln, ne? Bevor du hier uns Tal um die Ohren fliegst. Und das heißt, ich werde vom Stereo-Image noch ein bisschen was machen. Da oben werde ich das natürlich ein bisschen hochdrücken, denn wir wollen das so richtig breit haben, ne? Na klar, das soll ja auch richtig schön da sein und das soll ja auch generell uns richtig, richtig anfahren. Ey, das ist richtig toll, wenn das so richtig da präsent ist am Start hier und so. Und was wir da unten nicht so richtig brauchen, ist natürlich, da brauchen wir nicht so viel Stereo. Klar, ist ja auch in der Tiefe, da gibt es ja nicht so viel Stereo. Und was wir jetzt noch machen, ist natürlich ein bisschen lauter hier natürlich, klar, ne? Weil das soll ja nicht so scheiße leise sein, ansonsten kann es ja gar keiner hören. Dementsprechend machen wir noch ein bisschen lauter hier und dann warten wir ja mal ganz kurz, aber wir wollen natürlich nicht klippen, deswegen machen wir hier ganz kurz mit uns 5 und dann schauen wir mal ganz kurz, ob wir da auch hinten irgendwie ein bisschen was machen müssen. Ja, da nehmen wir ein bisschen aus der Tiefe, aus der Mitte raus, weil meine Fresse ist die laut. Da brauchen wir gar nicht so viel. Und dann müssen wir hier auch nochmal so ein bisschen speziell was rausnehmen, weil da piekt es ganz schön doll, aber das ist nicht so schlimm. Und wir nehmen noch ein bisschen von den Höhen raus. Aber natürlich nicht allzu viel, ansonsten haben wir ja gar keine Höhen mehr drin und das wollen wir auch wieder nicht. Dementsprechend lassen wir das mal so. Und dann werden wir hier unten nochmal ganz schnell uns genau für den Falschen entscheiden. Na, hat sich dürfen. Da. Jetzt machen wir hier ein bisschen, jetzt ziehen wir noch mehr nach rechts. Weil ich meine, unter 50 Hertz brauchen wir natürlich eh nichts, weil ja jetzt schon wenig Instrumente natürlich unter 50 Hertz kommen. Ist ja auch logisch, weil jetzt ganz schön tief und du kannst ja eh nicht hören. Dementsprechend machen wir das mal so und dann haben wir fertig.